Hallo zur neuen Wochenschau. Zunächst eine Meldung in eigener Sache. Unsere neue Homepage ist online. Bisher gab es die Internetseiten ov-online.de und ov-digital.de. Diese beiden Webseiten sind nun zusammengewachsen. Auf www.oldenburgische-volkszeitung.de findet ihr nun all unsere Nachrichten kompakt auf der Startseite und natürlich noch vieles mehr. Schaut doch gleich nach der Wochenschau am besten mal selbst rein. Neuer Markt in Vechta. Bürgermeister verhandelt mit Investor Meerpol. Der Landkreis soll das Gesundheitsamt verkaufen, damit dorthin die LZO einziehen könnte. Denn so könnten neue Verkaufsflächen, Mietwohnungen und eine Tiefgarage entstehen. Diese Pläne sind aber noch ganz am Anfang. Und Fußballfreunde, aufgepasst, bei der Freitagsausgabe der OV liegt die Sonderbeilage Anstoß mit bei. Dort findet ihr auf 60 Seiten alle Teams aus dem Landkreis Vechta und alle wichtigen Informationen zum Saisonstart. Die neue Promenade ist da, unter anderem mit den Themen Speedgolf in Vechta, selbstgemachte Limonade und 20 Jahre Reitsport Schockemöhle. Die Promenade gibt es in den Geschäftsstellen der Oldenburgischen Volkszeitung, im gut sortierten Zeitschriftenhandel und in ausgesuchten Fachgeschäften. Das Magazin ist auch online als E-Paper kostenlos erhältlich auf www.promenade-magazin.de. Kommen wir nun noch zu den Veranstaltungstipps. Am Freitag um 19 Uhr findet auf der Freilichtbühne in Lohne die Gala Musical Stars statt. Das Benefizkonzert gibt es damit nun schon zum vierten Mal. Und das Blasorchester Harndorf-Langenberg gibt zusammen mit den Langenberger Lions ein Jubiläumskonzert. Am Samstag um 18.30 Uhr beim Musikbunker am Schützenplatz. Weitere Infos zu diesen Themen findet ihr dann am Montag in der OV. Ich sage Tschüss und ein schönes Wochenende.